Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Autopartner GmbH American Cars aus Hagen. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr an diesem Auto erkennen könnt, dass es nicht immer so ausgesehen hat, sondern vor einigen Tagen, Wochen, Monaten noch so. Natürlich ist dieses Auto ein Kundenauto und gehört nicht zu den Fahrzeugen, die wir hier verkaufen, da wir nur unfallfreie Autos verkaufen. Es war aber sehr schön, es euch zu zeigen anhand dieses Autos, weil es wirklich einen massiven Schaden hatte. Also, das Auto ist nicht von uns gekauft, nicht von uns verkauft und auch nicht von uns eingeführt worden in Deutschland. Das ist mir ganz wichtig, als Information noch mitzuteilen. Heute lernt ihr, wie man einen Unfallschaden erkennt, worauf man achten muss und was ganz typisch ist für US-Importe, die einen Vorschaden oder einen Salvage-Titel hatten und dann meistens in Litauen zusammengebaut wurden. Jetzt geht's los. Wie komme ich darauf, dass dieses Auto einen Unfallschaden hatte? Wie im letzten Video bereits erklärt, haben wir uns ganz einfach die Fahrgestellnummer abgeschrieben. Die findet ihr hier an der Frontscheibe unten links. Da ist immer die Fahrgestellnummer einmal hinterlegt oder einmal eingetragen. Die könnt ihr euch abschreiben und einfach bei Google eingeben. Dann findet ihr in der Regel die Fotos der Versicherung und daran könnt ihr erkennen, welchen Schaden das Unfallauto hatte. Hier haben wir den Motorraum des Camaros. An sich macht er erstmal einen coolen Eindruck, ne? V8, 6,2 Liter. Klingt cool. Gleich zeige ich euch ein paar Details an der Karosserie, an denen ihr erkennen könnt, dass es gar nicht so cool ist, wie es aussieht, sondern dass es wirklich ein ganz massiver, schwerwiegender Vorschaden war. Dabei würde ich euch bitten, dass ihr gleich auf dieser Seite einmal die Außenkante betrachtet und auf dieser Seite hier auch. Wenn ihr das Bild gesehen habt, was wir vorhin eingeblendet haben, seht ihr, dass das Auto einen Schaden mehr auf der Fahrerseite hatte. Wenn ich euch das hier zeigen kann, sieht man, dass hier im Endeffekt ein großer noch original ist. Die Schweißnähte sehen noch halbwegs gut aus. Kann man noch glauben, dass das noch originaler Zustand ist. Merkt euch genau das, wie es hier aussieht, wie die Bleche verarbeitet sind, wie die Kanten verlaufen. Dann zeige ich euch nämlich mal die andere Seite. Da werdet ihr den Unterschied ganz schnell erkennen. Hier lässt sich erkennen, dass die Schweißnähte ganz schlecht sind. Beziehungsweise sind nicht mal Schweißnähte vorhanden. Man sieht hier, dass es im Endeffekt zwei Bleche sind, die aufeinander gedrückt wurden. Ganz schlechte Reparatur, muss man ganz klar sagen. Hier befinden wir uns an der Fahrertür. Ein relativ kleines, unauffälliges Merkmal, aber doch sehr wichtig. Und zwar, wenn wir die Tür öffnen, findet ihr hier in der Tür zwei Macken bzw. zwei Kratzer. Das sind sogenannte Anschlagpunkte, weil das Auto natürlich gestaucht wurde beim Unfallschaden und man kann daran erkennen, wie weit das Auto gestaucht wurde, weil nämlich die Tür und der Vorderwagen so zusammengedrückt wurden, dass diese Macken hier vorne entstehen. Das geht nicht mal eben, das geht auch nicht beim kleinen Titscher an der Leitplanke. Dafür muss schon einiges passieren. Hierbei handelt es sich um die Beifahrerseite des Camaros. Da könnt ihr sehen, dass die Schweißnähte alle noch original sind oder mehr oder weniger gut aussehen. Hintergrund, warum ich euch die Seite zeige, hier seht ihr, wie es sein soll, wie es aussehen sollte. Und die andere Seite zeige ich euch gleich auf der Fahrerseite. Da seht ihr, wie da gefuscht wurde und wie da der Schaden versucht wurde, instand zu setzen. Hierbei handelt es sich um die Fahrerseite und die Unfallseite des Camaros. Hier möchte ich euch erklären, wie ihr seht oder feststellt, dass es sich hierbei um einen Unfallschaden handelt. Ich zoome gleich auch hier wieder weiter rein, um euch genau zu zeigen, dass zum einen hier hinten ganz schlecht gearbeitet und instand gesetzt worden ist und hier oben werdet ihr gleich auch die Bleche sehen, die ganz schlecht zusammengebaut wurden. Und das ist das deutlichste Indiz für einen Unfallschaden. Deutlicher geht es eigentlich gar nicht mehr. Und eine kleine, traurigerweise etwas lustige Schwachstelle zeige ich euch gleich auch noch. Und zwar die Stoßstange. Die Stoßstange ist von außen schwarz und von innen leider nicht. Das kommt gleich noch. Das ist jetzt die ganze Ansicht etwas weiter reingezoomt. Man sieht hier, dass ganz klar gefuscht worden ist. Und halt diese Punkte hier oben und diese ganzen Arbeiten, die ganz klar für sich sprechen. Man erkennt ganz offensichtlich die schwarze Außenfarbe des Fahrzeugs. Jetzt zeige ich aber nochmal, was ich meine. Wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir, dass die Stoßstange mal rot war. Ein weiteres Indiz dafür, dass das Auto einen Unfallschaden erlitten hat, ist,
diese extrem schlecht lackierte Stoßstange. Ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann. Wenn ihr normal euch den Lack eines unfallfreien Autos anschaut, ist der Lack immer wie ein Spiegel. Das heißt, es ist sehr glatt. Es sind keine Körnchen oder keine Staubpartikel im Lack eingeschlossen, weil es einfach der Erstlack ist ab Werk, der sehr sauber ist. Wenn ihr euch jetzt das hier anschaut, sieht man, das ist, man nennt das immer unfreundlicherweise Orangenhaut. Es sind sehr viele Blasen eingeschlossen, sehr viele Staubkörnchen, die bei der Lackierung nicht sauber entfernt wurden, weil es wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß in einer Lackierkabine lackiert worden ist, sondern irgendwo anders. Deswegen ist der Lack ganz schlecht und er ist matt. Das heißt, er glänzt nicht komplett, selbst nach einer Polierung nicht, sondern der Lack ist immer etwas matt und man sieht es sofort, dass es nachlackiert worden ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder einige wichtige Informationen übermitteln, dass ihr beim nächsten Autokauf wisst, worauf ihr achten müsst. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Wir haben die Fahrgestellnummer, die ihr als allererste bei Google eingeben solltet, die ihr vorne in der Scheibe findet. Dann haben wir in diesem Fall die ganz schlecht zusammengebauten Bleche und Träger vorne auf der Beifahrerseite. Ich habe es euch von unten gezeigt, auch wie ihr seht, dass es wirklich schlecht verarbeitet worden ist. Wir haben die Anschlagpunkte, an denen man erkennen kann, wie sehr das Auto zusammengestaucht worden ist. Und die Stoßstange, die nicht nur äußerlich schlecht lackiert worden ist, sondern die auch offensichtlich von einem an das farbige Auto stammt. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen, hoffe, ich konnte euch einiges vermitteln und wenn ihr Fragen habt, fragt uns gerne, stellt die Fragen per WhatsApp, per E-Mail, per Telefon. Abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!